Mein Name ist Michael Schweiger, ich bin aktuell Konstrukteur in der Lebensmittelindustrie und habe mit dem Herrn Zachen und mir das Racing Team gegründet im Jahr 2006, war es circa. Ja, war spannende Zeit und hat uns sehr viele Erfahrungen gebracht, wenn man da erst einmal auf eigenen Beinen gestanden ist und was irgendein Projekt geleitet hat in irgendeiner Form, ja. Ich bin auch ein Michi. Michael Leidinger-Zach. Habe das große Vergnügen gehabt, eben bei dem Projekt eben mitzuarbeiten und eben es auch zu starten, gemeinsam mit dem Michi. Es war ein großartiges Erlebnis eigentlich, das man bis heute nicht vergisst. Immerhin anscheinend 15 Jahre anscheinend schon, oder? Ja. haben wir irgendwie ganz verpasst, wie lange schon her ist. Und ja, also wir sind doch eben gerade hier beim Verein eben, also beim aktuellen Team. Also ich bin beeindruckt eben von den Aktivitäten, die jetzt gerade stattfinden oder die hier halt laufen oder bei mir jetzt schon gelaufen sind die ganzen Jahre. Hätte mir nie gedacht, dass sich das so entwickelt. Ja. Und vor welche Größe das mittlerweile erreicht hat. Das ist sehr interessant und als wir jetzt über da durchgegangen sind, der Spirit, der da irgendwie herrscht, alle sind freundlich und zuvorkommend und man merkt irgendwie den Tatendrang. Das ist, wir kennen uns eigentlich aus der Schule. Ja, aus dem Gymnasium. Wir kennen uns aus der Unterschule Gymnasium. Genau, schon lange her. Und dann in einer anderen Klasse, oder? Nein. Aber wir waren schon in der gleichen Klasse. Ja, weil du bist nachher auf die HTL gegangen. Ich bin geblieben. Aber irgendwie haben wir den Kontakt gehalten und dann auf der TU haben wir uns dann nicht entdeckt, aber. Doch. Das klingt irgendwie egal. Wir haben uns getroffen. Ja, wir haben uns wieder getroffen auf der TU beim Studium dann, ja. Aber wir haben den Kontakt eigentlich immer gehalten, haben auch so ein bisschen schon so Projekte gemacht, so gemeinsam damals so in der HTL-Zeit. Genau, ein bisschen Modellbau, ein bisschen. Ja, genau, Modellbausachen so haben wir gemacht. Oder gebaut. Ja, genau, wir haben so ein Pulsotriebwerk haben wir gebaut. Also so eine. Das. So ein Strahlrohr-Triebwerk mit so Flatterventilen. Das ist nämlich die. Mich ist Werkstatt fast abgebrannt, aber. Ja gut, aber wieder eindämmen. Genau. Und eigentlich haben wir immer den Kontakt gehalten und dann irgendwie haben wir. Da sind wir gesessen in der Vorlesung von Gelände gegen die Fahrzeuge, vom Brigadier Hohl. Ja. Und zu der Zeit gab es in Österreich schon zwei andere Formula Student Teams. Wobei, du hast gerade die wichtigste Passage ausgelassen. Wie jedes Projekt, wie jedes gute Projekt beginnt, jedes gute Projekt beginnt einfach am Weg zum Baumarkt. Das stimmt, ja. Und wir haben vorher schon mal darüber gesprochen, warum es das in Wien nicht gibt. Richtig. Und dann, wie durch Zufall, ein paar Tage oder Wochen später, hat es der Professor Hohl in seiner Vorlesung irgendwie thematisiert und dieselbe Frage gestellt, warum gibt es denn sowas in Österreich noch nicht? Genau. Und er, der ja Mitglied beim ÖVK ist, der hat gesagt, dass der ÖVK sowas unterstützen würde, weil der das für wichtig erachtet, in Wien auch sowas zu haben und da quasi Studenten in irgendeiner Form auf den Weg zu bringen, irgendwas mit Automotive zu machen. Sprich, da kamen schon die ersten Sponsoren-Dollarzeichen. Ja. Also der Professor Hohl hat erst einmal gesagt, da gibt es jetzt eine Veranstaltung in Deutschland, also von FSG, also der dortigen Organisation des dortigen Events, die einen Workshop machen, um neuen Teams so den Einstieg zu erklären oder zu ermöglichen. Mhm. Und da sind wir hingefahren. Das hat der ÖVK initial einmal gesponsert, dass wir beide dorthin fahren. Wir haben uns dann gemeldet in dieser. Genau. In dieser nein. Das sind die einzigen, Moment die mal. Sind, oder? Nein, das war anders. Jetzt weiß ich es wieder. Okay. Wir waren auf dem Lehrausgang. Da waren wir. Auch nicht meist beim Militär oder beim Genau, weil die Vorlesung ging um Gelände gegen die Fahrzeuge.
Und der Brigadier Hohl war beim Bundesheer jahrelang. Und die Lehrveranstaltung, der Ausflug, wie nennt man das? Die Exkursion, ja, so sagt man das im Amtsdeutsch. Die Exkursion, die ging zum Bundesheer, zu irgendeiner Panzer- und LKW-Abteilung. Und dort sind wir Panzer gefahren, also mitgefahren, nicht selber gefahren, sind mitgefahren. Das waren so Schützenpanzer, wo man hinten, ein Schützenpanzer, wo du hinten die so eine Wanne hattest und da stand man drinnen. Und wir sind so hin und her gewackelt, weil wir die mit uns übers Gelände gefahren sind. Genau. Und dann durften wir selber LKW auch fahren. Das kann ich mich noch erinnern. Richtig, mit dem wo der Fahrschul-LKW, der ein zweites Lenkrad hatte. Nicht kuppeln. Genau, das war sein Spritspartrainer. Der hat gleich gesagt, ja, jetzt müsst ihr hochschalten, nicht so viel. Okay, ich zum ersten Mal im LKW gefahren, du hast gleich einen Führerschein, oder? Kein LKW. Also normal. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann ich habe dann mit dir, glaube ich, nochmal darüber gesprochen, im Bus dorthin, und dann haben wir den Professor Holdorf angesprochen, dass wir das machen würden, dass wir uns das mal anschauen in Deutschland, in Wolfsburg war das, ja genau, irgendwo im VW-Umfeld war das dieser Event, und da ist halt erklärt worden, wie man, auf was man so achten muss. Da gab's Redner von schon etablierten Teams, die halt über die verschiedensten Module, die verschiedensten Submodule von einem jeden Team gesprochen haben, und da kann ich mich erinnern, da waren welche aus München, da hat er über den Motor gesprochen, über das Motorsteuergeräte, Kabelbaum und so weiter. Da gab es halt verschiedene Talks zu jedem Thema, und das war halt gedacht, um eben Teams den Einstieg zu ermöglichen. Ich habe das vorher gekannt, das Thema, aus Fernsehen oder Zeitung, da eben das schon Teams gab in Österreich, und dass das irgendwo auch spannend wäre, weil irgendwie das Studieren alleine, das war eigentlich sehr trocken. Ja, ich glaube, das ist auch einer unserer größten Schlachtrufe, Erfahrung sammeln und ein Leben neben dem Studium. Und dann ist das eigentlich, sobald wir dort weg waren von diesem Event, zurückgekommen sind, nochmal kurz mit dem Professor Lenz. Ja. und dem Brigadier Hohl besprochen, wie könnte man das angehen, bei Ihnen im ÖVK Hauptquartier. Und dann haben wir das eigentlich gestartet. Dann, die haben uns die Rutsche gelegt zur TU, zu den passenden Professoren. Und da ist dann der Professor Detlef Gerhard, der war unser erster Faculty Advisor, und hat uns dann einen Raum zur Verfügung gestellt am Getreidemarkt. Und wir haben uns dann, anfänglich haben wir gedacht, dass wir die Werkstätte am Getreidemarkt mitnutzen können. Dort, wo dieses Getriebebaulabor ist. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Also gibt's im Getreidemarkt gab es eine Halle in der Mitte, wo Getriebetests durchgeführt worden sind. Und die wollten wir anfänglich mitnutzen. Aber das hat sich sehr schwierig dargestellt mit Zugangsberechtigungen und so weiter. Und dann sind wir auf aufs Fertigungstechnische Institut zugegangen und haben gefragt, ob wir dort einen kleinen Platz haben können. Das war dann unsere erste Werkstatt. Das war da die Richtung, 200 Meter. Das Gebäude gibt es nicht mehr, leider. Aber da hatten wir so eine erste kleine Koje. Das Fertigungstechnische Institut war natürlich großartig ausgestattet mit allen möglichen Werkzeugmaschinen, Schweißgerät und so weiter. Und die haben uns dann glücklicherweise erlaubt, auch außerhalb der Arbeitszeiten. Das war irgendwie für mich nicht selbstverständlich, dass man Studenten quasi außerhalb der Arbeitszeiten in so eine, unter Anführungszeichen, gefährliche Umgebung lässt und dort alleine arbeiten lässt. Und das war ein sehr, sehr großes Vertrauen, dass das entgegengebracht worden ist, und kann man sich nur bedanken. Ah, da habe ich gleich die nächste Frage. Wann war so der Moment für euch, als ihr wirklich gemerkt habt, das wird jetzt ernst, das ist nicht einfach nur eine nette Idee, die man mal eben besprochen hat, sondern dass es jetzt wirklich auch realisiert wird? Also für mich war das eigentlich im Büro von Professor Lenz damals, wo wir eben zurückgekommen sind von dem Workshop und dann eben uns quasi committen mussten, ob wir das jetzt machen wollen oder nicht, weil also die Idee alleine war dann noch nicht alles, man musste halt diesen ersten Schritt gehen, oder eigentlich den zweiten dann. Aber das war eigentlich schon, das war eigentlich für mich die größte Hürde, sag ich mal, oder
die Weichenstellung halt dort Richtung Teamaufbau. Eigentlich, weil so war es eigentlich nur ja, eine Idee, die man halt hobbymäßig, also oder Interessen, sagen wir mal, verfolgt hat. Und ja, zum Hobby oder zur Berufung und fast ist es dann nachher geworden. Ja. Wie ist der Name überhaupt zustande gekommen? Warum Edge? Die Idee des damaligen Marketing-Teams war, einen Contest auszurufen. Wer hat den besten Namen für das Fahrzeug? Da sind Flyer ausgeteilt worden mit der Belohnung, eine Palette Red Bull zu bekommen. Genau. Oder zwei. Ja. Also damals, ja. Da haben wir für einige Einreichungen bekommen, teilweise mit abstrusen Namen. Und irgendwie haben wir uns dann für das entschieden. Und ich glaube, das ist auch ausgezahlt worden, diese Palette Red Bull. Ich kann mich erinnern, das ist auch sehr stark in die Richtung gegangen, dass man versucht hat, irgendwelche Kunstwörter zu bilden. Genau kann ich keines mehr sagen, aber auf jeden Fall, es gab einen Contest und da irgendwie Edge war dann das Passende. Und zu der Zeit war auch irgendwie schon klar, dass das Design eher in die kantige Richtung gehen wird und das hat dann sehr gut gepasst. Irgendwo, ja. Und dann auch das farbige Orange dazu? Das farbige Orange, das hat dafür es ist uns immer wieder nachgesagt worden, wir hätten das damals wegen KTM so gemacht. Nur das CI stand schon lange, bevor KTM überhaupt zugesagt hat, dass sie uns Motoren sponsern. Und dieses kantige Design, das ist vielleicht auch spannend, das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Ich habe immer gesagt, im ersten Jahr, was kann unser Ziel sein? Wo wollen wir hin mit dem Auto? Was können wir erreichen damit? Und ich war halt sehr skeptisch, dass man ein stabiles, standhaftes Auto bauen kann. Und habe aber immer gesagt, okay, wenn es auch nicht stabil ist und auch nicht schnell, aber es kann zumindest schön sein, weil wir müssen so und so eine Verkleidung bauen, also ob die jetzt schön ist oder nicht, das liegt in unserem Ermessen. Ja. Und dann haben wir den Kontakt gesucht zur Angewandten und haben dort auch einen kleinen Contest ausgeschrieben und gesagt, jetzt ist eure Chance, Studenten, jetzt könnt ihr zeigen, was ihr könnt. Skizziert uns ein paar Vorschläge, wie das ausschauen könnte. Und da waren dann 5 Studenten, glaube ich, mit 5 Vorschlägen. Die haben das teilweise sogar in diesem Clay, also in dieser braunen Modelliermasse, wirklich das Design von dem Auto gemacht. Da gab es schon den Rahmen als geometrisches Modell, das war schon. Da kann ich mich erinnern, da haben wir noch ein Gipsmodell von dem Rahmen gebaut quasi. Genau, in Maschweiß zu 4 oder so, 1 zu 5, oder? Und dann haben das die Studenten bekommen, die konnten mit Clay, also das kennt man, diese braune Masse, wo man mit den Messern das so abziehen kann und so richtig schöne Linienführung machen kann. Die haben das dann modelliert und das schönste Auto war dann das von der Renate Dorschak. Und wir haben halt dann gemeinsam einfach die erste Form halt entwickelt und das war halt auch ein langwieriger Prozess, weil also je mehr Augen halt draufschauen, umso mehr Wünsche kommen noch dazu. Und das war halt ein bisschen noch schwierig, glaube ich, für alle halt dann etwas quasi zu schaffen, das es vorher noch nicht gegeben hat und was aber auf Anhieb einfach viel Eindruck erzeugen sollte. Genau. Optische Schönheit, aber unser Team hat sich ja jetzt schon seit Jahren oder ich weiß nicht seit wann auch auf Leichtbau spezialisiert. War das dann damals auch schon ein Thema? Das war ein absolutes Thema, gleich von Anfang an. Es ist sehr schnell Matthias Lechner dazu gestoßen, der dann die technische Leitung übernommen hat. Der hat halt die Ideen gehabt, wie man einen Gitterrahmen designt. Und, was waren dann so eure Aufgaben im Team? Naja, also wir haben eben versucht, möglichst irgendwie alle zu harmonisieren ein bisschen, also dass halt die Leute miteinander arbeiten und es, glaube ich eben, es war auch ist gut gelungen. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen, aber das war dann auch eine große Aufgabe, quasi das alles zu synchronisieren und ja, auch so Leadership übernehmen und das Ganze. Das heißt, und in den ersten Monaten, wie hat das dann funktioniert? Ich meine, ihr seid da ja frisch mit der Idee aufgekommen, habt euch zusammengesetzt, habt gesagt, so, wir machen das jetzt, hattet die Räume, wie ging es dann weiter? Also die erste wichtige Entscheidung, die wir getroffen haben, in Abstimmung mit den ganzen Modulleitern, war, wie man das zeitlich aufstellt. Wir haben uns absichtlich dafür entschieden, das auf ein 1,5-Jahres-Projekt auszudehnen und haben im ersten Eventsommer haben wir alle Events, die irgendwo erreichbar waren, per Auto oder Flugzeug,
haben wir besucht. Also nur eine kleine Delegation, sag ich mal, die halt dann dort war. Und wir haben halt eben versucht, eben wirklich zu schauen, eben wie läuft es da überhaupt ab, was braucht man für den Event dann und so. Und das war extrem wichtig und glaube ich auch, dass das Rezept, warum wir im ersten Jahr eigentlich, also im ersten Eventjahr dann, wo wir wirklich teilgenommen haben, sehr, sehr erfolgreich waren. Also wir haben jetzt am Anfang zwar das Team gegründet vielleicht, aber ich denke, dass eben die eigentliche Challenge halt von den Leuten selbst halt gemanagt wurde und sie haben sich quasi selber so hochgepusht. Ja, das stimmt. Dass sie hat halt, sich jeder selber gechallenged, ja, dass er da was richtig Gutes abliefern möchte. Genau. Ja, also mein Team besteht ja, ein gutes Team hat gute Leute drin. Ja. Und die muss man erstmal finden. Wie habt ihr das gemacht am Anfang? Ich meine, da hattet ihr ja noch wenig Bekanntheit, gerade gegründet. Wie kriegt man dann die Leute rein? Also die ersten Leute sind über Mundpropaganda gekommen. Da gab es eine Lerngruppe auf der Bibliothek damals. Was würdet ihr anders machen, wenn ihr jetzt nochmal eine Gründung starten würdet? So Dokumentation achten von Anfang an. Irgendwo eine Möglichkeit finden, Sachen zu dokumentieren, was ist schon passiert und die Schlüsse zu ziehen für die nächsten Generationen und Saisonen. Da glaube ich, sollte man mehr Wert darauf legen, sich die Meinung von Leuten einzuholen, die das schon gemacht haben. Und warum habt ihr euch damals für Verbrenner entschieden? Oder war damals Elektroauto schon ein Thema? Gab's damals. Also auch nicht in der Formel Student? Ja. Wir konnten uns den Treibstoff konnte man sich aussuchen. Genau, entweder eben E85 oder halt? Normales Superbenzin oder E85. Wir haben einen Sponsor, die Agrana, die hat das damals hergestellt. Also aus Zuckerrohr oder Zuckerrüben, glaube ich. Zuckerrüben wird Bioethanol hergestellt und das war einer unserer Sponsoren. Das muss ich halt vorstellen, zu der Zeit hat man eben Elektromotoren nur dazu verwendet, um Verbrennungsmotoren zu starten. Und wie war das so, als ihr das Auto, also den Edge 1 zum ersten Mal fahren gesehen habt? Ja, da kann ich mich noch genau erinnern, ich habe die Videos. Das war auch da hinten, ne? Sind wir auf und ab gefahren. Auf und ab gewesen. Einmal runtergerollt. Das war nach dem Rollout, muss man auch dazu sagen. Ja. Also beim Rollout hat man kein fahrendes Auto. Wie war das dann am ersten Event, wo ihr gefahren seid? Der erste Event, der war Silverstone. Juli 2008, denke ich. Da sind wir hingeflogen mit einer, geschätzt, 15, 20 Personen. Ein Top ist mit dem Crafter und dem Edge 1 im Kofferraum raufgefahren. Ich kann mich nur erinnern, dass die Leute zusammengelaufen sind, wie man das Auto ausgeladen hat in Silverstone. Weil das viele halt nicht für möglich gehalten haben, dass man als Erstjahresteam so ein Auto baut. Das hat sehr, sehr viele beeindruckt. Gab es da noch böse Überraschungen am ersten Event, so wenn man das zum ersten Mal macht? Also die Triggerscheibe für den Hallgeber von der Kurbelwellenposition, das hat sich ausgeschlagen, glaube ich, dort. Genau, es sind zerbröselt und meine tapfere Edges sind trotzdem noch circa die Hälfte der Strecke, glaube ich, mit stotterndem Motor halt gefahren und hat sich durchgekämpft bis zum Schluss, aber irgendwann ist halt liegen geblieben. Beim offiziellen Design-Event, da gab es relativ wenig Punkte, dafür hat die Rolls-Royce Foundation einen Sonderaward gestiftet für das Best Engineered Car. Dann zurückblickend, was für euch war so der schönste Moment in der gesamten Mitgliedschaft? Also eigentlich muss ich sagen, eben mal selber mit dem Auto zu fahren. Also wenn man normale Autos gewohnt ist, das war einfach unglaublich, wie arg was beschleunigen kann. Ja. Hattet ihr dann auch neben euren Zielen fürs Jahr einen Leitspruch im Team? Eigentlich gar nicht. Haben wir? Gar nicht. Living on the Edge, glaube ich. Living on the Edge war immer so ein bisschen. Das war der Song, der dann irgendwie auch zum Roller kam. Von Aerosmith, ja. Genau. Und wie habt ihr dann eure Erfolge gefeiert? Weil hast ja gerade gesagt, also es war eigentlich eine super Top-Leistung. Und habt ihr das gefeiert? Ja, gar nicht. Wir haben das erst Wochen später realisiert, was das für eine Leistung war. Wir sind sehr, sehr betrübt nach Hause gefahren. Und erst im Nachhinein dann haben wir realisiert, was wir da eigentlich gemacht haben. Das war natürlich ein Motivationsschub. Und eigentlich haben wir gesehen von den anderen Teams, dass die sehr, sehr kleine Iterationsschritte machen von Jahr zu Jahr. Und da haben wir uns eigentlich gedacht, eigentlich wäre das der richtige Weg. Kleinere Schritte machen, keine groben Umbrüche machen. Nur irgendwie hat sich das Leichtbau-Thema dann verselbstständigt und
Und dann haben wir plötzlich einen Gitterrahmen gehabt aus, aus Carbon. Ja. Den auch noch nie jemand gemacht hat zuvor. Das war im zweiten Jahr. Im zweiten Jahr. Da sind wiederum alle Leute zusammengelaufen. Habt ihr da noch Geschichten von früher, die ihr erzählen wollen würdet? Oder irgendwelche Einfälle? Ja, hunderte. Ja, viele. Also oft auf dem Campingplatz. Aber ich glaube, ich weiß hier, wie das ziehen soll. Die besten Partys hat es gegeben in Silverstone. Da hat es geregnet die ganze Zeit. Ja. Da waren die besten Partys bei uns im Zelt. Genau, und wir haben halt dann in der Weile, wo dann alle in unserem Zelt waren, haben wir dann einfach Capture the Flag gespielt und haben einfach die Flaggen von den anderen Zelten gestohlen und gesammelt und mir dann wieder bei unserem Zelt gegeben, glaube ich. Also das Campingleben bei Events hat sich eigentlich sehr wenig verändert. Ja, das ist ja auch mit das Spannende an dem Ganzen, dass man andere Teams kennenlernt, andere Menschen. Ja, vielen Dank auch für den Rückblick. Wir würden jetzt in die Gegenwart springen. Und da würde mich interessieren, welche Erfahrungen, die ihr im Team gemacht habt, spielen auch heute noch eine Rolle in eurem Leben? Also ich glaube, fast alle Erfahrungen gemacht hat, weil das waren extrem viele, das waren extrem gute Erfahrungen. Ich glaube, dass man ohne die Erfahrungen nicht der gleiche Mensch wäre. Was sagt ihr zu der Entwicklung eurer anfänglichen Idee, also zu eurem Baby? Ich bin beeindruckt, was jetzt der Stand der Technik ist. Also wenn man davon ausgeht, dass wir angefangen haben mit einem einfachen Motor und einem Differential und einem Gitterrahmen. Kettenantrieb. Genau. Kettenantrieb. Also, und jetzt sind wir bei Radnabenantrieben mit integrierten Planetengetriebe und selber entwickelte Akku-Packs und Module. Also das ganze Ding hat schon einen riesigen Technologiesprung gemacht in den letzten 10 Jahren. Genau. Das ist schon beeindruckend. Ja. Wie würdet ihr damals das Team in 3 Worten beschreiben? Ein geiles Team. Genau, das war jetzt gut. Da haben sich durch Zufall einfach einen Haufen extrem geiler Typen getroffen. Ja, stimmt. Also, und mit vielen sind wir heute noch befreundet. Genau. Ja. Dann werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. Habt ihr irgendwelche Ratschläge oder Wünsche an Theowin Racing für die Zukunft? Wünsche. Ich würde sagen, man hätte ein System etablieren können, wo man ein bisschen die Alumnis mehr einbindet im Sinne als beratender Tätigkeit. Und auch ein bisschen das, wie ich gesagt habe, dieses ein Alumni-Verein, wie auch immer, zu gründen, das glaube ich wäre auch. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Eben nicht nur Know-how-Transfer, also ich habe das Gefühl, dass das aktuell das mehr Know-how total lokalisiert ist als bei den Alumnis, die ich so kenne. Aber die Leute arbeiten jetzt alle und sind jetzt irgendwo in der Industrie meistens und allein aus dem Grund, dass man den Kontakt hält und vielleicht da wieder ein Sponsoring irgendwie ins Leben rufen kann, das glaube ich wäre ein gutes Ding. Also so ein schönes, organisiertes Alumni-Netzwerk ist definitiv eine gute Idee. Ja. Das lässt sich eigentlich auch für alle Teams generell empfehlen, würde ich sagen. Ja, absolut. Also ich glaube, dass das Geheimnis ist von vielen Teams, die über Jahre konstant gute Leistungen abliefern, ist, dass sie ein sehr, sehr großes Netzwerk haben. Das gilt ja im Berufsleben genauso. Ja. Großes Netzwerk ist immer gut. Schon wichtig. Und das gilt für die Formel Süd genauso. Und für die Leute, die alle mal irgendwo da einen Schnittpunkt hatten. Das war's jetzt eigentlich von unserer Seite aus. Aber ja, dann möchte ich euch vor allen Dingen im Namen des ganzen Teams danken, dass ihr euch vor allem auch die Zeit heute genommen habt. Und hier seid und mit uns auch so toll geredet hat. Ich denke, da haben wir wirklich coole Infos bekommen. Danke für die Einladung. Ja, es war toll zu sehen, was der aktuelle Stand ist. Ja. Und vor allem auch den Spirit zu merken von den Leuten, die da sind. Das ist sehr, sehr positiv. Stimmt, ich bin sogar ein bisschen gerührt, weil es eben schon so lange her war. Und auch eben so tolle Sachen entstanden sind einfach. Und und die Autos da unten alle aufgereiht, ja, also fast genau. Alle. Das ist schon ein tolles Bild. Tolles Bild und man sieht, was man im Team erreichen kann und wenn man ein paar andere Verrückte findet. Stimmt.